Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für einen modernen, leistungsfähigen Kopfbahnhof. Wir haben ja schon gehört, was übers Wochenende alles passiert ist. Die Nachricht über das Urteil, das heute bekannt wurde, von dem ich aber von den einigen Journalisten schon gehört habe, dass nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Wir werden noch sehen, was daraus wird. Was noch dazu kam, war die schon erwähnte ungefähr anderthalbseitige Verfügung des Eisenbahnbundesamts über die Berichtenden. Und dann, auch das wurde schon erzählt, der Bahnchef Grube jammert lauthals, er hat zu wenig Geld, aber hat ganz offenbar die Zeit gehabt, mit einem spezial dekorierten Zug und ein paar Kindern von Hamburg oder von Berlin nach Hamburg zu fahren und ihnen dabei Märchen vorzulegen. Es ist immer, jeder hat so seine Prioritäten, aber die Sachlichkeit scheint da nicht ganz vorne an zu sein. Mit dem Beginn der Bauarbeiten wachsen auch die Sorgen, und darüber möchte ich berichten, die Sorgen der unmittelbar betroffenen Bürger, die die Unterkunft der Häuser, in denen sie leben oder arbeiten, nicht nur während eines lang anhaltenden Baus, sondern darüber hinaus auch noch jahrzehntelang beim Betrieb ertragen müssen. Die Bahn braucht hierzu, um das machen zu können, rechtlich eine Nutzungserlaubnis, die in das Grundbuch eingetragen werden muss. Aber dazu braucht es einverständliche Regelungen, es muss die Haftung geklärt werden, die Einschränkungen der Nutzung des Grundstücks durch die Eigentümer, so wie die Angebote der Bahn heute aussehen, und darüber möchte ich sprechen, können wir sie nicht unterschreiben. Das heißt, wie soll denn jemand, in dessen Keller oder Dach plötzlich Risse in der Wand auftreten, beweisen, dass der Bau oder der Betrieb des Tunnels dafür ursächlich war? Wir sehen doch in Staufen, Böckingen, Leonberg, Rudersberg oder anderswo, wie kaum die Behörden, die jahrelang zugeschaut haben, reagieren, wenn es mal irgendwo kracht. Hier ist dringend erforderlich, dass die an sich vernünftige gesetzliche Regelung über die Beweisführung umgekehrt wird. Nur die Bahn hat die Möglichkeit des Zugriffs auf alle Daten und Protokolle des Baus und alle Berechnungen. Und sie ist die Einzige, die in der Lage ist, einen Beweis zu führen, dafür, dass sie nicht an einem bestimmten Zerfall eines Hauses schuld ist. Die Beweislast muss umgekehrt werden. Das ist unsere erste Forderung. Die Frage, inwieweit wird denn die Nutzung des Grundstücks durch den unterirdischen Bau eingeschränkt? Die Vorschläge der Bahn sehen vor, dass hier den Eigentümer bzw. die von dort wohnen und arbeiten gewisse Beschränkungen zu beachten haben. Wir wünschen uns das so, wie das Bundesgerichtshof in einem Urteil beim S-Bahn-Bau in München in den 70er Jahren ausgesprochen hat. Die Bahn ist verpflichtet, die U-Bahn-Röhren statisch so stark auszubilden, dass die volle oberirdische bauliche Nutzung im Rahmen der baurechtlichen Vorschriften stets gewährleistet bleibt. Originaltext des Bundesgerichtshofs. Wir können auch nicht damit einverstanden sein, dass die Bahn im Bereich Rechte ohne Einschränkung an Dritte veräußern darf, wie das die Vertragsvorschläge, die uns vorliegen, vorsehen. Was machen wir denn, wenn diese Rechte nach 20 Jahren an einen Investor veräußert werden, der die Wartung vernachlässigt und die Anlagen vergammeln lässt? Das ist nicht akzeptabel. Es gibt viele Fragen. Ob sie in Verhandlungen gelöst werden können, ist nicht absehbar. Machen Sie bitte auch unsere Arbeit bekannt. Es gibt noch viele Betroffene, die noch keine Ahnung haben, was hier auf sie zukommt. Wenn sich die Eigentümer und die Bahn nicht einigen können, gibt es rechtlich die Möglichkeit einer sogenannten vorzeitigen Besitzeinweisung. Das bedeutet,
ohne Rücksicht auf den Schwebezustand von Verhandlungen oder ein schwebendes Enteignungsverfahren, darf die Bahn schon einmal bauen. Voraussetzung ist allein die Planfeststellung. Diese Verfahren laufen jetzt erst an. Die Verfahren zur Verhandlung über die Rechte und die Verfahren zur vorzeitigen Besitzeinweisung. Das heißt, die Bahn kann den Beginn der Bahnarbeiten auch erzwingen, wenn die Rechte zum Tunnelbau in die Grundbücher noch nicht eingetragen sind oder die Verhandlungen mit den Eigentümern noch nicht abgeschlossen sind. Soll oder sollte vor Erlass eines Planfeststellungsbeschlusses mit den Einwänden erörtert werden. Die Erörterung des 7. Änderungsantrags zur Planfeststellung des Bahnhofs einschließlich des mittleren und unteren Schlossgartens, Stichwort Grundwassermanagement, wurde beim ersten Anlauf wegen Befangenheit des Verhandlungsleiters abgebrochen, das ist Ihnen bekannt. Der zweite Versuch wurde nach 5 Tagen unterbrochen. Hier wollten wir unsere Bedenken rechtlicher und technischer Art vortragen. Dazu gab es nicht ausreichend Gelegenheit. Wir müssen deshalb darauf bestehen, dass das weitergeführt wird, diese Erörterung, dass die Gefahren für die Stabilität des Hanges weiter diskutiert werden. Das ist nicht nur eine Angelegenheit des Tiefbauamts, also des Planungsabschnitts 1.1, sondern auch des Gebietes am Ameisenberg, Georgstraße, Herderstraße im Bereich 1.2. Hier müssen genaue Untersuchungen des Baugrunds erfolgen. Wir bestehen deshalb darauf, dass die Erörterung nicht beendet, sondern weitergeführt wird. Bei der Erörterung, soweit sie denn schon stattgefunden hat, wurde auch diskutiert, Sie erinnern sich vielleicht daran, ob nicht eine Vorabprüfung der Umweltverträglichkeit hätte stattfinden sollen. Sie ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, es steht sogar im Gesetz, dass sie zu dokumentieren ist. Das war nicht der Fall gewesen. Nicht nur diese Vorprüfung, sondern auch gleich die endgültige Feststellung, dass es überhaupt nicht erforderlich ist, wurde jetzt in der von mir oben erwähnten vor der Verfügung des Eisenbahnbundesamtes nachgeliefert. Und dies mit der unglaublichen Begründung, zitiere, es ergibt sich nach überschlägiger Prüfung, dass von der Veränderung der Höchstentnahmemengen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter des Gesetzes ausgehen. Das war's. Für die, die bei der Erörterung in der Messe am Flughafen und auch schon beim ersten Anlauf im SI in Möhringen dabei waren, darf ich daran erinnern, dass die einzige Stütze des Sachvortrages der Bahn zu diesem Punkt eine Präsentation eines Zahlwort als Langzeitversuch beschriebenen, auf 5 Tage geplant, aber nach 3 Tagen aus ungeklärten Gründen abgebrochenen Versuchs war, der wenigstens nach meiner Einschätzung keine Grundlage für die Verlässlichkeit der verwendeten Modellrechnungen erbracht hat. In der Verfügung des Eisenbahnbundesamts liest es sich einfach, da höhere Entnahmemengen zu einer entsprechend höheren Infiltrationsrate führen, verändert sich der Grundwasserspiegel somit nicht über das genehmigte Maß hinaus. So einfach ist das. Das ist der einzige Satz, der dazu gesagt wird, ob das Grundmanagement so wie beantragt in Ordnung ist. Und wir haben da oben insgesamt schon 10 Tage darüber diskutiert und sind nicht fertig geworden. Davon, dass das durch eine Erweiterung des pflichtverpflichterförmlichen Bereiches, der beim Abpumpen des Grundwassers entsteht, auf der Fuß des Hanges erfasst werden und ins Nutzen kommen kann, kein Wort. Und weiter heißt es in der Verfügung, hiervon ausgehend belegen die vorgelegten Fachgutachten schlüssigerweise, dass von den Erhöhungen der Grundwasserentnahmemengen keine nachteiligen Auswirkungen, insbesondere auf das heilige Mineralwassersystem und die Hangstabilität ausgehen. Die Personen,
bei der Erörterung dabei waren, wir haben ja dort zwei Personen des Eisenbahnbundesamtes die Ehre gehabt, kennenzulernen. Die machen sich einfach, kann man da nur sagen. Damit wird so neben dabei die gesamte siebte Planänderung schon vorab durch das Eisenbahnbundesamt abgesegnet, denn um was anderes geht es als dort denn eigentlich, als um die Folgen einer Grundwasserentnahme. Man kann nur hoffen, dass das Regierungspräsidium das jetzt entscheiden muss und das sollte man aufwischen, in fachlicher Hinsicht im Ministerium für Infrastruktur nachgeordnet ist, das Problem etwas ernster nimmt. Über die Nachricht in der Wochenzeitung Kontext, dass ein Wettstreit der Stuttgarter Zeitung mit dem Kommunikationsbüro ein Urteil ergangen ist, wurde schon gesprochen. Ich habe auch schon erwähnt, dass die Unternehmen nach die aller und alle die Unterlassung sehr eng zu verstehen ist. Wenn dort gesagt wird, man darf immer noch behaupten, der Quartalsbericht in der Aussage Fertigstellung 2022 habe den Aufsichtsräten vorgelegt, man darf nur nicht mehr behaupten, er sei dadurch auch informiert gewesen. Da kann man nur sagen, was sind das eigentlich für Leute? Für wen hält man die und für was erhalten sie sich selbst? Wie blödsinn sind sie denn wirklich? Wir werden sehen, was da rauskommt. Wir jedenfalls können diesen Journalisten nur versichern, dass wir ihr Recht auf unzensierte Berichterstattung brauchen und immer auch mit Nachdruck unterstützen werden, damit wir die oben haben.